Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Let's Play Zelda Breath of the Wild Teil 129. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich euch schon im Ladebildschirm dazugeholt habe. Ja, das DLC ist seit heute draußen und ich habe, als ich mich eingeloggt habe, eine Stimme gehört, die gesagt hat, wenn ich mich einer wahren Prüfung stellen will, bla bla bla, dann soll ich zum DQ-Baum zurückgehen. Und da ist es dann so, dass mir eine Prüfung oder sowas offenbart wird. Und deswegen sind wir jetzt hier und werden das Ganze uns angucken, wie das läuft und was dabei abgeht. Ich weiß ja schon, dass es das Trial of the Master Sword ist, aber wie das Ganze aussieht, weiß ich noch nicht. Man soll natürlich alle seine Rüstungen und Waffen ablegen, das hat man ja im Vorfeld schon erfahren, aber mal sehen, wie die ganze Sache aussieht. So, und das war, was bisher geschehen ist. Ich habe noch ein paar Good-to-Know-Videos gemacht, wo man Rüstungen und so weiter findet, da könnt ihr mal reinschauen und ansonsten machen wir jetzt ein Gameplay. Du sagst, du hast eine Stimme gehört? Aha, so. Und sie sagte, die Zeit sei gekommen? Dann lass mich dir erzählen, was ich von der großen Prüfung weiß. Du hast zwar das Masterschwert zurückgeholt, doch sein wahres Licht ist noch nicht erwacht. Die Prüfung des Schwertes dient dazu, deine Eignung festzustellen, des wahren Lichtes Herr zu werden. Es ist eine Herausforderung, die ihresgleichen sucht. All deine Waffen und Rüstung werden für diese Prüfung versiegelt. Du musst dich ihr unbewaffnet stellen. Wenn du diese Prüfung mit Weisheit und Mut bestanden hast, dann wirst du wahrhaftig der Gebieter des Masterschwertes sein. Du scheinst dir ja wirklich sehr erpicht auf diese Prüfung zu sein. Nun, Link, dann stecke das Masterschwert zurück in seinen Sockel. Hey, ich hab mich verkauft! Nein, haben wir zum Glück nicht. Geht auch, glaube ich, gar nicht. Ja, so, hineinstecken. Hey, ich hab's gar nicht ausgerüstet. Na, das gucken wir uns mal an. Bin ja so gespannt. Ach ja. Die wahre Kraft des Masterschwerts. Ich habe mich nicht gespoilert, was das ist. Also ich bin ja eigentlich schon gespoilert genug, aber wir werden das auf jeden Fall herausfinden. Ich weiß nur, dass eine Prüfung die nächste jagt und immer schwieriger werden soll. Und oh, wir sind nackt. Na, weitestgehend. Auserwählter des Schwertes, im Namen der Göttin Hylia sollst du dich der Prüfung des Schwertes stellen. Deine Kraft reicht noch lange nicht aus, um das wahre Licht des Masterschwerts zu entfesseln. Überwinde alle Fährnisse dieser Stätte, um deinen Körper und deinen Geist zu stählen. Dies ist ein Ort der Illusion, der gewöhnlichen Welt entrückt. Was auch immer dir hier in die Hände fällt, wird sich in Luft auflösen, wenn du in deine Welt zurückkehrst. Interessant! Auserwählter des Masterschwertes, überwinde diese Prüfung des Schwertes und entfessel sein wahres Licht. Machen wir. Schwertprüfung 1. Nein! Das heißt, das Werfen. Eieiei, das hat ja hervorragend funktioniert. Nein, die wollte ich aufheben. Uah! Boah, ich habe lange kein Zelda gespielt. Das ist ja unsinnig, dass das jetzt passiert. Ach, das geht hier unten aber. Nein, komm her. So, hier hinten gibt es noch einen Stein. Sehr gut. Das haben wir ja gleich wunderbar angefangen zu fällen. So, wo ist R? Mit R wirft man. Ach, das hinten ist ZR. Oh, natürlich.
warum bin ich da nicht eher drauf gekommen? Stimmt. Ah, zu lange kein Zelda gespielt, tut mir leid, aber jetzt bin ich wieder da. Hallo? Erinnert ihr euch hier ran? Schnell alles aufheben, was nicht nied- und nagelfest ist. Man weiß nie, wann man es brauchen wird. Was wäre, wenn ich jetzt hier Juwelen finde? Sind die dann auch in der wahren Welt weg oder was? Aha, Schleichling. Das. Bananen. Ist mein ganzes... Ja, es ist alles weg. Nicht schlecht. So, was war da drin? Nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Und da gibt es ja auch Verstecke. Okay, das ist tatsächlich nur Attrappe. Ja, gehen wir weiter. Prüfung Nummer 2, was wird uns da wohl schon erwarten? Ja, das war ja nicht so schwer, aber gut. Ich bin gespannt, wie weit das geht und was vor allen Dingen dann noch so kommt an Gegnern. Alle Flüche von Ganondorf gleichzeitig? Ganondorf gibt's ja hier nicht. Der war mal wieder fantastisch. Nein, du Depp. Holzpfeil. Holzpfeil. Na, ja, das soll mal irgendwie runterklappen. Das ist mir aber zu doof. Glücklicherweise regnet es hier nicht oder so. Und so schnell war es das auch schon, meine Freunde. Ja, komm, dass man das jedes Mal zeigt, ist ein bisschen übertrieben, ne? Und was ich blöd finde, ist, die könnten ruhig Loot fallen lassen. So ein bisschen, meine ich. Davon kann er tatsächlich hochklettern, erstaunlich. Ich nehme alles zurück. Ist da oben noch eine Truhe drauf? Nein. Oh. Ja, keine Ahnung, warum der Ton auf einmal ausgefallen ist. Aber egal, wir machen hier weiter und gehen jetzt hier rüber. Mal sehen, was uns als nächstes erwartet. Prüfung 3. Okay, das ist keine Herausforderung. Adieu. Alter, wie auch immer ich das gemacht habe. Hahaha.
Ich habe doch einen Bogen gefunden. Ach Mann, wieso stelle ich mich denn so an? Wo ist das hin? Ach so, Wind. Alles klar. So, und last but not least, zumindest von den Feuerteilen. Wow! Rohr. Okay. Was soll es geben? Maximal wie viel? Ich glaube, ich habe es gelesen. Ich weiß aber nicht mehr. Und was, wenn ich jetzt hier aussteige, weil ich keine 27.000 Stunden am Stück Zeit habe zu spielen? Starte ich dann wieder hier? Das wäre vielleicht auch noch nett zu wissen. Oh. Na, jetzt kletter mal, Junge. Ich finde das eigentlich toll. Weißt du, wir sollen einen Quest machen, um die wahre Kraft des Masterschwerts zu entfesseln und dann kriegen wir das nicht mal mit? Nein, keine Waffe. Ich glaube, das tut ganz schön weh. Ey du, Überraschungsmoment. Yep, that's what I say. Oh nein. Was? Alter, was? Da. Oh, die Axt hält aber lange durch. Ich will zwar nicht beschwören, aber cool. Danke. Da guckt er erst so. Hm? Was ist da los? Und dann. Komm hoch. Auf die Fresse. Okay. Einfrieren hat er nicht geholfen. Aber ich habe auch daneben gedrückt, ne? Ich bin hier immer so paranoid. Jetzt gucken wir noch da oben, ob es eine Truhe gibt. Weil die möchte ich ungern verpassen, falls ja. Ach Mann. Wie konnte der das überstehen? Egal. Obst. Kochen kann man hier auch nicht. Oh, Feuerfall. Sehr gut. Ja, man merkt schon, wird alles ein bisschen besser, was man hier findet. Aber es soll wahrscheinlich auch Sinn und Zweck sein. Trotzdem, was bringt das Ganze für das Masterschwert, frage ich mich. Weil rein theoretisch, wenn ich nicht damit kämpfe, wie soll ich es dann stärken? Außer, dass die Prüfung dient dazu, mich zu stellen.
So. Oh, ich hasse die großen, ne? Ah, ist nicht schlimm. Ja, komm. Adieu und danke für die Mobkeule. Das war echt cool. Das ist allerdings echt uncool. Ach, das war ein rundes OS. Ja, war's. Okay, das ist vorbei. Tadam. Danke dafür. Und auch dafür. Ach, das war's noch nicht. Das ist immer wieder so geil, sowas. Oh oh, das darf nicht abfackeln. So, haben wir echt Probleme, was mit Essen und so? Da haben wir auch was gefunden. Rein damit. Ja, das reicht aber nicht, um diese immense Lebensleiste zu füllen. Hier ist nichts dahinter. Also, diese Bockblins sind dämlich ohne Ende, aber ich stelle mich ja auch dämlich ohne Ende gerade an, weil, noch alle andere Steuerungen drin, außer Legend of Zelda Breath of the Wild. Viel Minecraft gespielt in letzter Zeit und davor Dying Light und oh, wenn man dann die Konsole wieder wechselt, ist es zum Weglaufen eigentlich. Oh nein, was wird das nur sein? Wenn ich cool bin, kriege ich den schnell hin. Hast du dir so gedacht, was? Die Kamera ist auch der größte Feind in diesem Spiel. Hallo! Na, klasse. Wo ist der? Au! Wie ging denn das? Hab ich nicht gesehen, was das mal gleich Game Over. Nicht nur raus aus dem Trial. Erneut versuchen. Und wie kann man dann aussteigen? Geht nicht mehr, man muss das ab jetzt durchspielen. Jetzt werde ich aber hoffentlich wieder mit dieser Waffe da abgesetzt, ne? Sonst fehlt die mehr. Was auch ziemlich dumm wäre. Was? Quelle der großen Fee? Muss ich das verstehen? Egal, wir sind am Ende unseres Videos angelangt auf jeden Fall und werden mal überprüfen, was es damit auf sich hat. Haben wir, wie viele Feen haben wir? Das könnte einen Aufschluss geben, wo wir sind. 3. Ja,
Dann weiß ich auf jeden Fall, was hier los ist. Nämlich, das ist wirklich Game Over, das Ende Gelände, wenn man da reingeht und verliert. Gut zu wissen und eigentlich peinlich, dass ich da verloren habe, aber wir werden das einfach im nächsten Trial besser machen. Und das wird irgendwann eins der nächsten Videos sein, weil das will ich auf jeden Fall durchmachen, aber dann fuchse ich mich doch erstmal ein bisschen in die Steuerung rein. Danke euch jetzt schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, mich failen zu sehen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn das so war, und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Schaut unbedingt immer in unsere Good to Know in Zelda Breath of the Wild Playlist rein, weil darin habe ich alle Rüstung fürs DLC gesammelt und auch alle Masken und noch viele andere nützliche Tipps verraten und gezeigt. Das dürfte der ein oder andere bestimmt noch nicht kennen. Und ansonsten, ja, ich habe es ja schon gesagt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir machen die Prüfung des Trials. Die Prüfung des Trials des Master Swords dann das nächste Mal. Hoffentlich erfolgreicher. Macht's gut!